So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Oh yeah, im letzten Part konnten wir gerade noch so unser lieben Spring von Knilz zu Kappels entwickeln und es freut sich total darüber und wir freuen uns darüber. So, wir wollen unser Team mal aufbauen. Wir suchen Thor direkt mal. Na Thor, guck mal, ich konnte mich jetzt auch entwickeln. Na, bist du neidisch? Ja, tierisch. Siehst du, wie grün ich schon vor Neid bin? Aber du bist grau wie immer. Ha, ha. Ach, okay, verdammt. Ja, du schon wieder verarscht bist. Wir wollten nur noch Chris mitnehmen. Das ist richtig cool. Wisst ihr, was ich daran nett finde? Wir haben zwar jetzt keinen so richtigen Anführer mehr an sich, aber dadurch setzen wir unsere Pokémon irgendwie alle gleich. Also vom Sinn von, wir sind halt alle ein gleichwertiges Team, was zusammenarbeitet. Und das ist doch schön. Haben wir nicht noch irgendwas hier drin? Doch nur so ganz normal ange... Warte mal, ihr meintet mal. Belohnung, Weißgummi, noch irgendwas Fragezeichenmäßiges. Ja, ja. Partnerareale gibt es da auch wohl ab und zu, wie ihr mir ja gesagt habt. Was haben wir denn hier so schönes? Hallöchen! Kaufen! Schade, kein Level-Up-Samen. Oh, Eisendorn. Dip, dip, dim. Und was ist mit dir? Ach, die Musik ist schön hier in der Stadt. Das symbolisiert einfach immer... Ja, Frieden und Glück und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Gut, dann nehmen wir doch mal ein paar Sachen ab. Hallo und herzlich willkommen. Lagern. Was möchtest du denn lagern? Die Samen hier auf jeden Fall beide. Die bringen zwar absolut nichts, aber das ist egal. Antivir, halt dein Maul. Sorry, da hat sich gerade Antivir wieder hochgeswoopt. So. Und deponieren. Möchtest du etwas lagern? Eisendorn, Apfel, Riesenapfel, Riesenapfel, Sinelbeere. Nein, aber wir möchten gerne etwas nehmen. Was nehmen wir denn? Belebersamen. Jupp. Was möchtest du noch haben? Ich möchte noch einen Belebersamen. Ja, man glaubt es kaum. Und ich glaube, ich habe vergessen, Thor zum Anführer zu machen. Stimmt, weil wir gerade als Kapilz hier stehen. Und wir nehmen noch ein paar Sinelbeeren mit. So. Na komm, wir haben so viele davon. Ich weiß ja nicht, was uns an diesen, ob die Dungeons jetzt alle so werden wie der Himmelsturm oder ob es erstmal wieder ein bisschen süß und sachte weitergeht. Ich habe ja keine Ahnung von dem Spiel so an sich. Also schon ein bisschen mehr gut. Aber was wir jetzt noch machen wollen, wir wollen mal uns das ganze Geld abheben. Weil ich gebe am liebsten immer das Geld aus für die Partnerareale. So. Und deswegen werde ich die jetzt auch mal hier alle direkt kaufen für unser ganzes Geld. Kaufen! Was möchtest du denn kaufen? Und wir gehen jetzt in ein Meer. Was könnten wir denn da sein? Was könnte denn da logisch erscheinen? Südinsel. Oder wir kaufen uns einfach erstmal die teuren. Ja, wow, fast 10.000, Mann. Herzlichen Glückwunsch, Südinsel ist nun offen. Natürlich möchte ich sehen, was da noch... arbeiten uns einfach von hinten durch. So, halt. Ja, so. Luffy, herzlichen Glückwunsch, die Filaninsel ist nun offen. Wahrscheinlich kann ich mir jetzt eh nichts mehr leisten. Doch, den Kaskadensee. Der klingt sogar ein ganz kleines bisschen nach Wasser. Könnte der See im Namen sein. So. Gut, aber warte mal, wenn die jetzt alle so wie der Himmelsturm-Dungeon wären, wird das zwar sehr anspruchsvoll, aber... Und ich sehe gerade, ich muss noch Top-Elixiere mitnehmen. Dringend. Die hätte ich jetzt noch fast vergessen bei unserem Inventar. Vor allem, wenn ich gleich mit Thor als Boss da reingehe. Was möchtest du denn nehmen? Top-Elixiere. So, bitteschön. Und nochmal eins. Nee, danke schön. Reicht. So, ich denke mal, wir sind jetzt gewappnet. Ja, das passt doch. Und wir müssen ja Taucher offensichtlich nur dabei haben. Wobei, vielleicht ist Taucher ja auch eine starke Attacke. Steht da irgendwas bei? Ja, eigentlich schon, oder? Ich denke, wir bringen gleich auch mal Chris dann einfach Taucher bei. Anführer, willkommen. Thor, weißt du, der Einzige, der noch so ziemlich unterentwickelt ist und er darf hier Anführer spielen. Gut, Leute, ich bin sehr gespannt. Auf zum Sturmmeer, da ist es auch schon. Sturmmeer, oh yeah. Ich muss mal ganz kurz mein Wasser auffüllen. Pardon. Sturmmeer, Untergeschoss. Tentacher, was auch sonst. Also tauchen wir quasi jetzt gleich immer tiefer ins Wasser hinab. Irgendwie sehr interessant, dass die beiden dann mitkommen können. Aber egal. Muss ja für alles irgendwie eine Situation geschaffen sein. So.
Ich glaube, die Stachelspore gebe ich ihm schon mal ab. Erstmal, die braucht er jetzt nicht, bis wir nicht beim Boss sind. So. Und dann... Taucher! Okay, scheinbar kann... Scheinbar nicht können wir das deutlich machen, was ich gedacht hatte, was wir vielleicht machen können. Naja gut, dann halt an. Dann eben nicht. So, zack. Reicht das? Nee, reicht natürlich nicht. Oh yeah, der Tempo-Gebieter stimmt. Das geht ja so weit. Super. Tentara wäre auch cool fürs Team. Einfach weil... Tentoxa ist fucking epic. Was sind das für Gummis? Royal-Gummi. Gummi-Royal. Das kriegst du. Wirf das. Also es sind ja die Drachengummi. Irgendwie mag ich das Sturmmeer. Also jetzt schon. Irgendwie ist es eine coole Atmosphäre hier. Wingull! Auch unter Wasser. Egal, wir haben ja beim Himmelsturm schon gemerkt, dass die es scheinbar nicht so ganz genau nehmen mit den Orten. Ja, das ist auch easy peasy hier. Die Mons haben doch keine Schnitte gegen uns. Das heißt, ich werde auch erstmal schön auf den Ultraschall wechseln. So, der sollte dann auch erstmal ausreichen als Main-Waffe. Ha. Nice, oh hoppla. Ist das ein Ammonitas oder ein Amoroso? Auf jeden Fall etwas, was mir viel Schaden macht. Dankeschön, Chris. Dip-di-dim. Zack, so, jetzt könnt ihr auch mal mit angreifen. Gut. Ja, viele Erfahrungspunkte bringen die, wie gesagt, nicht. Ja, wie auch immer. Dip-dip-dim-dim-dim-dim. Oh, Geld können wir gut gebrauchen, so teuer wie die Partnerareale werden, aber das ist nicht viel. Tium, tium. Gib das Geld wieder her. Dip-di-dim-di-dim. Wobei, man weiß ja nicht, wie viel... Weil ich meine, wir sehen das mit der Story fertig. Rein theoretisch könnt ihr jetzt schon der erste 99-Stufen-Dungeon kommen. Und dann werden da sicherlich noch ein paar andere Pokémon kommen auf tieferen Ebenen. Sagen wir mal so. Sturmmeer, Untergeschoss 3. Und wie gesagt, ich rechne immer noch mit Lugia oder Kyogre. Oh ja, Mushas hält viel aus. Physisch gesehen... Deswegen wäre es ganz gut, Spring, wenn du so angreifst. Cool. Direkt wieder fast aufgefrischt. Ja, Springs einzige Schwäche. Diese wirklich mickrigen KP, aber... Es wird jetzt gute Attacken lernen, weil Kampfattacke, Himmelhieb und sowas ist jetzt quasi im Voraus. Und komm, Ultraschall macht immer 55 Schaden. Das ist ganz offensichtlich. Oder ich habe einfach nur wahnsinniges Glück. Schockwelle. Jetzt könnten wir es natürlich nochmal beibringen, aber... Donnerschock ist mir ehrlich gesagt lieber, weil es halt so oft verwendbar ist. Ein Top-Elixier kann auch nicht schaden. Was soll das? Also ich schreck zurück. Ach komm. Da reicht auch ein Ultraschall. Oder nicht. Aber der Tempo-Hieb von Spring reicht aus. Weiter. Läuft doch ganz glimpflich hier momentan. Noch keine Probleme. Oh nein! Ja, ich habe nicht dran gedacht, dass die Attacken nicht durch unsere Partner durchfliegen. Das war ja super. Ein Belebersamen verschwendet, hab ich damit jetzt. Klasse. So, ja, und jetzt bitte spart euch die Hater-Kommentare, kann jedem mal passieren, okay? Mann! Ja. Wie gesagt, ich bin eure Tipps ja wirklich sehr dankbar, aber ihr seid manchmal etwas sehr empfindlich, wenn ich was falsch mache in einem Spiel, was ich nicht kenne. Das verletzt mich dann schon ein bisschen. Nein, wie gesagt, nehmt das nicht so ernst, ne? Aber trotzdem, kann ja mal passieren. Ach, Mushas ist das. So. Wir sind schon fast voll Scope-Linse. Was macht die hier eigentlich? Vielleicht hat die hier einen anderen Effekt. Man weiß ja nie. So, nehmen Sie einfach mal den Samen auf. Scope-Linse. Info. Fragen, welches die Rate von Volltreffer bei Attack und Angriff voraufsetzt. Ja. Denke ich, werde ich auch nicht drauf zurückgreifen wollen. Dim, 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 dim. Komm ich schnell voran hier, meine Herren. Dim, dim, dim. Oder schon wieder eine Brille. Was ist das? Es ist. Oh, Röntgenaugen. Ihr habt gesagt, bestes Item, wo gibt. Ich soll auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, ich höre mal auf bestes Item, wo gibt. Ich esse einfach mal. Wobei. Na doch. Wir sind zwar, haben ein bisschen schon was verloren. Apfel, Nomsen. So, dann wollen wir doch mal schauen, was diese Brille macht. Nehmen. Die bewirkt.
Einer zu tragen, welches dem Gegner ermöglicht, Items und Gegner auf der. Items und Gegner auf der gleichen Ebene auszumachen. Aha. Warte mal, gucken wir, wie weit sich unser Spezialangriff durch das Band senkt. 57 wird zu. So, 75. Ah, ich sehe aber schon. Das ist echt nützlich. 57 wird zu. Oh, das ist sehr viel weniger. Ich lasse es trotzdem mal an. Wir werden gleich sehen, wie viel Schaden wir dann noch machen. Dim, 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 dim. Da kommt gleich etwas auf uns zu. Das wird direkt mal eine Schockwelle zu spüren kriegen. Wow, armes Tentacher. I'm sorry, Tentacher. Und das. Na gut, ich muss sagen, es ist schon in der Tat nicht schlecht. Schade, dass die Treppen nicht lokalisiert werden. Aber das ist ja vielleicht auch etwas zu imbär. Wir lassen das auf jeden Fall erstmal drauf. Sieht aber wirklich nicht schlecht aus. Was ist das Goldband denn jetzt schon wieder? Interessant, interessant. Wir machen eh immer 55 Schaden, insofern. So, das möchte ich aber auch direkt dann nochmal einsammeln. Chaos-Sam. Star-Orbs wären nicht schlecht gewesen für Monsterräumen. Fällt mal drauf. Na, und wenn das hervorruft. So. Dem, dem. Nehmen. Das Goldband. Verursacht. Ein Item, das überhaupt keine Wirkung hat. Selbst wenn es vom Pokémon getragen wird. Kann für einen guten Preis... Oh! Das nehmen wir auf jeden Fall mit, weil gute, zum guten Preis etwas verkaufen ist immer cool. Dim, 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 dim. Weiter! Sturmeerebene ist 10 schon. Fantastisch. Oh, Jurob. Was direkt eine reinkriegt. Ich weiß schon. Ich sehe schon, Chris mag es, seinen Eisstrahl einzusetzen. So. Naja, aber soll er machen. Warum auch nicht? Die, die, die. Oh, was sind... Silbergummi. Na komm. Nom sind wir auf. Nom, 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 nom. Schmeckt sehr gut. Okay, das ist, dann ist das Silbergummi das Stahlgummi gewesen. Nom, nom, nom. Schmeckt sehr, schmeckt auch super. Oder auch nicht. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Warte, das könnte... Wobei... Ach nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Lehmsula. Oh, Anorit. Aha. Interessant. Hallöchen. Oh, Chris kämpft da oben gegen was anderes. Zack. Ja. Allzu viele Erfahrungspunkte bringen die in der Tat hier nicht, aber das ändert sich bestimmt noch. Wie gesagt, wir sind ja noch nicht allzu tief. Dim, 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 dim. Ja. Schaffst du es, Chris? Sehr gut. Dim. Und tiefer geht's. Jetzt. Sturmeer, Untergeschoss 12. Okay, es schläft. Greif es, ich wollte gerade sagen, nicht an. Muss nicht sein, Chris. Oh, die Attacke ist schon wieder leer. Gut, dann können wir jetzt auf Donnerschock switchen. Zack, frisst das, Mann. Oh, das ist wenig. Na gut, aber dafür haben wir den Metallsound. Dafür haben wir den Metallsound. Oh, das brachte jetzt doch einiges an Erfahrungspunkte. Schön. Was ist das? Wuchtorb. Keine Ahnung, was es macht, aber ich nehme ihn einfach mal nicht mit, weil ich es kann. Und da, man erkennt mit diesem Röntgenblick ganz gut, dass die Gegner tatsächlich nur spawnen. Einfach, weil gerade auf der Karte noch nichts war und auf einmal taucht da einer direkt hinter uns auf. Wow, der hält ganz schön was aus. Und nimmt noch nicht mal Schaden. Eieieiei. Na, komm schon. Oh, bitte. Ultra, hier, Schockwelle. Hm. Zeit, ein bisschen KP zu generieren. Das ist lustig, der unten dreht sich einfach spontan lustig im Kreis. What? Ah, verdammt, der Lehmsula hätte es natürlich auch eben sein können, dass... Wobei, der wurde auf dieser Map noch nicht eingesetzt. Spring! Ich würde ja eigentlich, wollte mich eigentlich ganz gerne... Ach, er heilt sich schon selber. Das ist nett. Dein KP-Wert, mein Freund. Och, komm schon, lass mich doch wenigstens mal ankommen. Das ist echt scheiße. Sie hätten ihm mal mehr KP geben sollen. Schon ist er down. Ja. Irgendwie bringt er tatsächlich fast gar nichts. Nicht mal nach der Entwicklung. Das ist echt nicht sonderlich gut gemacht.
ja, tschüss Spring, dann war's das für dich. Ja, nee. Also wenn das nicht mal nach der Entwicklung was bringt, werde ich mir ab jetzt definitiv überlegen, ob ich Spring noch häufig mitnehmen werde. Wahrscheinlich nicht. Das ist mir dann doch ehrlich gesagt eine Spur zu doof. Weil das gerade, das war ja wohl derbe unnötig. Nee, wahrscheinlich werde ich Spring nicht mehr häufig mitnehmen. Nur noch selten. Sorry Spring, aber... Das nimmt mir dann nämlich auch wieder zu den vorher angesprochenen Faktor mit von wegen, ja, nimmt das mit, was einem Spaß macht. Aber wenn das Pokémon die ganze Zeit stirbt und man quasi nichts dagegen tun kann, weil man mal ein Feld zu weit weg ist, dann, ja, nimmt mir das besagten Spaß nämlich gleich ganz schnell wieder weg. Ich kann nichts machen. Heil mich bitte. Wow, wir haben versagt. Wow, wir haben versagt. Und das war nicht mal sonderlich schwer hier unten eigentlich, finde ich. Nö. Wow. Wow. Puh. The fuck. Yay, wir haben immerhin noch Taucher. Hä, wir haben nichts verloren? Na doch, ein paar Sachen haben wir verloren, aber... Taucher noch, Elixier, das Goldband. Naja. Hä? Flap, flap, ach so. Nee. Das mit Spring ist mir ein bisschen zu blöd, ehrlich gesagt. Ein bisschen sehr zu blöd. Das kennen wir schon. Neue Partnerareale. Lesen! Oh, das kennen wir auch schon. Na gut, immerhin haben wir nur das Geld verloren, was wir quasi auf der Bank hatten und dabei hatten. Naja. So, dann verkaufen wir halt das Goldband. Verkauf! Ich werde jetzt einfach als Teammitglied automatisch alles, das bringt echt einiges, alles Dreck ausschießen, was mir was zu wenig KP hat. Anders werden wir leider, glaube ich, nicht überleben. Oder kaum. So, ja, das können wir jetzt nicht. Ich weiß nicht, was du merkst, aber das ärgert mich gerade. Das ärgert mich gerade ziemlich. Nicht, weil ich jetzt sage, oh, ihr hattet recht gehabt. Nee, sondern einfach, weil ich dachte, mit der Entwicklung ändert sich das vielleicht ein bisschen, aber dann scheint nicht der Fall so zu sein. Das scheint nicht der Fall zu sein. Deswegen, ja. Ups, ich hab's gelagert aus Versehen. Moment. Ich wollte das auch mitnehmen. Wir haben nur einen einzigen Riesenapfel. Hm. Noch zwei. Wir werden das natürlich direkt nochmal versuchen, ist klar. Aber mit einem anderen Team. So. Und direkt mal gucken, ob die noch Belebersamen haben, die netten Herren beim Kecleon-Laden. Gengar? Nee, ich dachte schon, da steht Gengar rum einfach so. Hallöchen, was möchtest du kaufen? Belebersamen. Dann, bitteschön, dankeschön. Nee, darfst du nicht. Also darfst du gerne, aber ich werde sie nicht nehmen. So, das Spezialband ziehe ich mir gleich wieder an. So. Verkaufen. Den ganz normalen Samen. Die Top-Elixier haben wir auch noch. Und die bringen ja sogar ganze ein Poke. Fantastisch. Gut, ich gucke mal, ob die noch Astar-Orb oder so verkaufen. Man weiß ja nicht. Kann auf jeden Fall nützlich werden. Nein, tun sie leider nicht. Hm. Puh, gut, okay. Dann nochmal ein neues Team zusammenstellen. Ja, super. Ich will die anderen eigentlich nicht so wirklich mitnehmen, weil keine Lust und so. Wo ist er denn? Chris, genau, warte mal. Ich möchte aber eine Sache mal eben ausprobieren. Warst du nicht? Ach, hier wohnt sogar noch Absol. Guck mal. Hi, Boo. Ich möchte mal kurz was ausprobieren mit dir. So. Tadam. Und zwar meine ich... Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht damit verwechselt habe, aber kann es nicht sein, dass ich... Weil nee, ich glaube, das entwickelt sich ja ziemlich spät. Aber vielleicht war es Level 28, wenn ja, weil dann ist es doch Level 28, oder? Ja, vielleicht kann es sich ja schon direkt entwickeln. Keine Ahnung, ob es ist. Wir probieren es einfach mal aus. Kann ja nicht... Hä? Es irritiert mich, weil die Partner nicht hinter mir herlaufen. Grrr, mit Lichtgeschwindigkeit fliegen wir.
Tor. So. Tor sieht glücklich aus. Warte hier. Warte hier, mein Freund. Warte hier, Luigi. So. Ja, manche Statuseffekte, das ist echt, das ist Pokémon Mystery Dungeon, darf man auf keinen Fall mit den richtigen Pokémon-Editionen vergleichen, weil schwache Attacken hier total imbar sind und umgekehrt irgendwie das Gleiche und so weiter. Paralyse kann mich, wie man gerade gesehen hat, schon locker einfach alles kosten, was wir haben. Oder tatsächlich, reicht. Nein, reicht nicht. Okay, dann war es tatsächlich erst irgendwo jenseits der 30. Gott, gleich ist der Part schon wieder um und wir haben sogar fast was erreicht. Nämlich gar nichts. So. Nein! Das wollte ich doch nicht. Schalalala. Ich habe Tor noch nicht zum Anführer gemacht. So. Den nehmen wir noch Chris mit. So. Und lassen, wow, das ist weit weg. Lassen Boo. Wo ist der denn? Kann ich irgendwie direkt? Nah, gucken, zu wenig gehe. Warten. Das heißt nämlich, dass ich, ja, ihr habt recht gehört, ich gehe jetzt nur zu zweiter rein. Weil mir das gerade etwas zu durcheinander war. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, versuchen wir es beim zweiten Mal im Sturm, ja, beim nächsten Part. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.